Tadaima to Yasuko zu Final Fantasy 8. Wir spielen auf Zeit. Jetzt ist es soweit. Wir gehen aus dem Sendeturm raus und finden heraus, was für Geräusche da über uns waren. Und zwar da. Eine vierbeinige Spinne. Ein Robo-Spinnerich. Der Spinner verfolgt uns. Und zwar die gesamte Strecke. Einziges Mittel gegen das Vieh ist Strom. Ob ihr es glaubt oder nicht, er ist gegen Strom anfällig. Und deswegen habe ich mich auch so angestrengt, dass Q richtig gut befreundet ist mit Squall und schnell aufgerufen werden kann. Also früher, wo ich das Spiel gespielt habe, oh, da war Ifrit, immer mein Squall-Dingens gekoppelt und Hauptvieh. Bis ich mich halt ein bisschen belesen habe und so ein paar Infos eingeholt habe über die Gegner und so weiter. Und der Typ hier verträgt überhaupt kein elektrisches Stromzeug. So. Ne? So sieht's aus. Und wenn man ihn innerhalb seiner Reparatur-Dings nochmal die Summe abzieht, die er an HP hat, dann sieht man ihn quasi. Und ja, das Blöde ist nur, dass irgendwie ein bisschen, er regeneriert sich ja immer wieder neu und so, und im Prinzip latscht er die ganze Zeit hinterher, bis man am Strand ist. Also ich habe es privat am PC geschafft, ihn zweimal zu besiegen, und mit beim ersten Mal gab es noch weniger AP und beim zweiten Sieg gab es dann richtig fett AP für die, also die haben sich dann irgendwie verdoppelt oder so, zumindest kam es nicht vor. Und ich will natürlich versuchen, das euch hier zu zeigen, dass es möglich ist. Reparatur 40%. Jetzt kommt Diamantenstaub und dann nochmal E-Trip und dann links. Ich habe natürlich Anfeuern total vergessen beizubringen. Sonst hätte ich die Angriffe noch weiter steigern können. Aber das ist ja nicht so wild. Wir schaffen ihn trotzdem. Wieder fit, hat sich selbst repariert. Und jetzt ist er gleich wieder down. Also ich weiß allerdings nicht, habe ich auch nicht im Lösungsbuch oder so sehen können, wie oft er sich reparieren kann. Das hieß nur, man kann ihn schlagen. Und ja. Den Gnadenstoß, den kriegt er dann meistens von Crystal Streep. Ach, soll er ruhig noch draufhauen.
So. Dann kriegt er halt noch einen Flammenball, ist auf den Rücken gebrettert. Wir haben es ja nicht eilig. AP erhalten. Ja, 50 AP dafür, dass wir den Kerl geschlagen haben eigentlich. So, der generiert sich jetzt noch ein bisschen. Glaube ich jedenfalls. Also ich glaube nicht, dass der kommt uns noch hinterher. Ja, sag ich ja. Der läuft ja immer noch. Klar haben wir Zeit. Wir haben Zeit. Wir machen den noch ein paar Mal unterwegs kaputt. Da lassen wir uns richtig einen ab. So. So, jetzt geht's rund hier. Ah, ich lache mich so kaputt, wenn ich jetzt richtig viel mein GF beibringen kann dadurch. 50 AP, ey. Oder sind das jedes Mal 50 AP, wenn man den geil platt machen? Wäre nicht schlecht. So zweimal Q drauf und dann halt Shiva und E-Trip, wenn die Zeit finden. Das war ein guter Treffer. Lass uns bloß abhauen. Nix da. Ein bisschen Spaß wollen wir noch haben. So, jetzt Meteoritenfeuer. Wow. Die Zeit läuft und so. Aber das ist nun mal Punkte, die ich mir gerne einverleibe. Und vor allen Dingen, ich wüsste echt gerne, ob es da eine Möglichkeit gibt, den Kerl komplett kaputt zu kriegen. Ja, Shiva, zieh nicht so eine Nummer ab. Jetzt mach. Wir wollen ihn noch ein paar Mal mehr schlagen. Kommt Kuh gleich noch hinterher und. Und dann können wir flüchten. So, Gewittersturm. Ist ja nicht, wenn man immer so mit 2 Minuten pro Kampf rechnet. Wo ich anfangs das Spiel gespielt habe, da bin ich immer gerannt, so schnell ich konnte. Flucht nicht möglich? Was? Wieso? Na gut, habe ich mich scheinbar eh mal zu viel besiegt. In Zucht zu viel gewartet. Also muss ich 3 Minuten rechnen. Dum-di-dum. Strahlen. Irgendwas. Uiuiui. Boah. Dafür gibt's jetzt auch die Glocke, Freundchen.
So. Immer schön auf die Mütze. Maschinchen aus dem Gefecht gesetzt. Oh. So, Moment, gleich kommt der Spruch. Sekunde. So, jetzt sagt sie halt, oh, lass uns bloß abhauen. R und L2 drücken gleichzeitig. Und wieder 50 AP. Oh, und jetzt haben sie anfeuern gelernt. Oh, super. Dum, di, dum. Oh, bist du eben noch hinter mir und dann springt er plötzlich von unten hoch. So haben wir es gerne, wa? Protest hat er, glaube ich. So, ich ziehe mal von dem Protest. Das kann man auch immer gut gebrauchen, besonders später. Und Beinangriff. Ich hab so lange Beine. So. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. So, Gewittersturm reicht ja einmal aus und dann ist der Kerl weggespült. Denke ich mal. Probier es gleich mal aus. Vielleicht hätte ich beim anderen Kampf gar nicht so lange machen müssen. Mit den zwei Angriffen und den GFs und alles. Einmal reicht vielleicht ja schon. Und jetzt mal 50 AP. Wow. Das kann man ja dann alles lernen, was man lernen will auf der Strecke. Eine halbe Stunde. Gibt super Unterricht für alle. So, jetzt klappt er wieder zusammen. Ja, lass uns bloß abhauen. Fluch der Griffin. Und? Okay, diesmal gab es keine AP. Dann hätte ich ihn wohl doch etwas mehr schädigen müssen. Also einmal Kurzel reicht nicht aus. Obwohl, vielleicht mit Anfeuern. Jetzt. So, immer schön ziehen. Das wird nicht mehr. Vorsicht, wenn das X erscheint, sofort aufhören zu drücken. Damit könnt ihr eure GF anfeuern und eine richtig hohes Schadenspotenzial herausholen. Bei ihnen lohnt sich das total, finde ich. Weil er so einen langen Dingsprozess hat, bis der angreift, dass man da über 200 kommt und so. Locker.
gleich nochmal. Also 136, immerhin. Ich weiß nicht, wie fern das Punkte ausmacht. So. Flucht nicht möglich. Oh Gott, das war ja so klar. Er hat sich selbst repariert. Ich musste scheinbar zwei GFs gleichzeitig dann beschwören. Oh, Schreiber, Banner, toll. Zwei kommen jetzt im gelben Bereich. Okay, eine kommt im gelben Bereich. Neuer Rekord. So, knapp 10 Minuten habe ich noch. Das ist aber ein schönes Ding gewesen. Über 3000. Also jetzt kriege ich bestimmt wieder AP. Ja, ich drück doch schon. Was hast du denn? Ich mach doch. So. 50 AP, Donnerwander, Kältewandler. Mann, die haben ja schon alle gelernt jetzt. Warte mal. Ah, ich wollte doch eigentlich mein Menü aufrufen. Kann ich nicht mein Menü aufrufen? So, jetzt. Benutzen. Benutzen. So. Ah, jetzt wird die Zeit etwas knapp. Auf der Brücke vielleicht jetzt nochmal. So. Und zwar mache ich das jetzt mit 2 GF. Einmal Koturzel. Und dann Shiva. Und die zieht Protest. So, wieder schön fertig. Oh, stopp! Und weiter drücken, drücken. Oh, 42? Okay. 142, mal gucken, wie viel Schaden das macht. Boah, 3000. Lass uns bloß abhauen. Wird wieder ein längerer Part, weil ich will unbedingt noch zurück zum Schiff schaffen. Das war jetzt nicht ganz so gut.
Flucht nicht möglich. Verarsch mich nicht. Okay, Shiva, du musst jetzt rausholen. Mach ihn down. Mal gucken, ob es ausreicht. Ja, doch. Müsste reichen. So, Flucht ergreifen. Und wieder 50 AP. Körperkupplung und so weiter. Hat da alles geschafft, ey. So, jetzt geht's hier rum. Und jetzt passt auf, hier läuft doch ein Hund rum. So, den habt ihr angesprochen. Der Hund haut dann nämlich ab, wenn ihr ihn ansprecht. Hier kommt dann noch so eine schöne Filmsequenz. Mit dem Auto. Matsch. Schönes Auto. Ach ja. Hier könnte man rein theoretisch in den Junkie-Shop gehen. Zetro, Rückzug. Verstanden. So, wir kämpfen nochmal. Weil es so schön war, machen wir es noch einmal. Ja, das wird wieder so eine knappe Kiste. Mit knappe Kiste, meine knappe Kiste. Am Bock. Hui, knappe Kiste. Ach, so viel Schaden war das jetzt nicht. Ich habe mit mehr gerechnet. So, Gewittersturm. Weil ich gucke, die Minuten fließen nur so dahin. Also 30 Minuten ist nicht viel Zeit, da den zu besiegen. So. Hey, lass uns bloß abhauen. So, warte. Oh, 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 oh. 2 Minuten 45 Sekunden. Und wir müssen abziehen. Flucht ergriffen. Gut. Sehr schön. Das müsste Punkte geben. Was? Oh, scheiße. Ich hätte gedacht, das gibt noch Punkte, aber... Das gibt scheinbar dann... War scheinbar noch nicht ausreichend. So, jetzt gehen wir hier weiter. Oh, jetzt laufen sie schon von alleine. Aber keine Sorge.
Ja, Junge, jetzt kriegst du richtig ins Gesicht. Wow, oh, ich finde diese Szene so schön. Und jetzt Crystal Streep, die da volles Karacho mit dem Maschinengewehr das Teil plättet. Wisst ihr, wir hauen da, weiß ich wie oft, mit Donnerblitz drauf und das Vieh geht nicht down. Es explodiert! Ja, toll, das hätte ich auch gerne gemacht. Ach, ist das schade. Na, ich glaube, das ist auch so eine Übungssache. Jetzt geht's wieder zurück nach Blam. Also die Stadt. Ach ja. Stadt Blam. Tiefer. Wie Wolf? Ah, sie haben mich nur behindert. Es ist nicht leicht, ein Truppenführer zu sein. Ordnung? Gute Arbeit. Wo ist Chifa? Da. Los zum Garten, solange es noch hell ist. Nutzt eure freie Zeit. Das war's dann für heute. Ole, 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 wir sind frei. Sofern man das so bezeichnen kann. Hey! Schon wieder dieser Arsch, er denkt nur an sich. Es hilft nichts. Lass uns zu Fuß gehen. Yeah, zu Fuß gehen macht so einen Spaß. So, jetzt gucken wir gleich mal, wie es bei unserem GF überhaupt aussieht. Zauberwandler M ist schon fast durch. Hier oben hätten wir noch Körperkopplung. Naja, so, dann hätten wir hier Körper 20%. Da bin ich aber eher für ELK. So, GFHP nicht ganz so wichtig. Stärke. Machen wir mal hier EL-Abwehr. So, Itemwandler. Also hier ist GF-Magie nicht wirklich wichtig. Weil sie eh naja, nur Zustandsveränderung, das bringt nicht wirklich viel. Ja. So. Ja. Hier haben wir Blam. Hier ist das Hotel. Hier liegt ein Time-Magazin. So. Ach, da fällt mir ein, auch in... wo wir vorhin gerade waren, da kommen wir erst viel später wieder hin. Da gab es ja auch noch was, was wir hätten einsammeln können. Allerdings auf dem Hinweg, nicht auf dem Rückweg. So. Ah, Xel kann ziehen. 11 Blitz gezogen. So, Verkäufer, willkommen. Das ist so ein Junkie-Job, wo man halt seine Waffen aufrüsten kann. Beziehungsweise muss man dann die entsprechende
Waffenmagazin gelesen haben, um dann die entsprechende nächste Stufe, ach ja, man musste nicht nur das Geld, sondern auch das Material dafür haben, die Waffe aufzurüsten. So, da könnte man ein Auto mieten, aber wieso sollte ich? So. Also ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einen Cut. Im nächsten Part gehen wir dann zum Garten zurück und sehen, wie es weitergeht. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.